Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausfahrt TV Plus. Ich rede mit euch und heute möchte ich euch das Amundsen vorstellen. Das ist das große Infotainment-System vom Skoda im Skoda Scala. In dem sitze ich nämlich gerade. Und mit an Bord ist die neueste Generation vom Infotainment-Baukasten von Volkswagen, also dem MIB, dem modularen Infotainment-Baukasten. Das ist das erste Gerät auf dem Markt, was die ganzen Funktionalitäten unterstützt. Und ich möchte euch zeigen, was das System kann, damit ihr euch auf euren Neuwagen freut oder schon mal seht, was möglich ist hier. So empfängt mich der Bildschirm hier, wenn ich auf die Home-Taste drücke. Zudem kann ich mir die Kacheln auch anders definieren, wenn ich denn möchte, hier unterschiedliche Sachen entsprechend einpflegen. Aber ich gehe mal wieder zurück auf meine Ansicht. Hier Audio, Telefon und Karte, das sind alles Sprungziele. Ich kann also jetzt hier drauf tippen und dann komme ich auf die Navigationsansicht. Dazu die Lautstärke regle ich hier über diese Touchfelder, das finde ich persönlich nicht ganz so schön. Dann haben wir hier den Bereich Radio und haben als Quelle FM-DAB zum Beispiel. Und da kann ich jetzt gucken, welche Sender hat er gefunden. Hier in Kroatien gibt es sogar DAB. Und wenn ich einen Sender ausgewählt habe, kann ich den im Prinzip durch Drücken einfach auf diese Kurzwahltasten ablegen und habe dafür auch noch mehrere Möglichkeiten, indem ich hier weiter scrolle einfach. Ja, hier oben switche ich durch die Sender durch und kann die neuen Sender halt auch entsprechend ablegen, wenn ich denn möchte. Und wenn der Sender so eine Voransicht hier bietet, dann werden die entsprechend auch gekennzeichnet. Hier gibt es dann nochmal unterschiedliche Informationen. Dazu gibt es auch noch ein Setup, unter anderem die Klangeinstellung. Da kann ich jetzt entweder hier oben unterschiedliche Profile wählen, nämlich zwischen Original, Speech, Rock und Classic. Oder ich sage halt, ich möchte das individuell gestalten und habe hier dann den 6-stufigen Equalizer, die Position im Auto, ne? Wer zum Beispiel der Fahrer soll alles hören oder halt nur die vorderen Sitze. Dazu gibt es noch Einstellungen für die Lautstärke unterschiedlichster Art, unter anderem wie laut die Navigationsanweisungen sein sollen. Gut, Media ist auch klar. Ich habe verschiedene Quellen, die ich anspringen kann. Unter anderem gibt es hier auch eine 30 GB Festplatte in dem System. Bluetooth Audio kann ich natürlich anbinden. Je nachdem, was ich habe, habe ich hier dann eine Auswahl. Kann Favoriten auch entsprechend definieren, kann mir Details ansehen zu den einzelnen Stücken. Und auch hier habe ich wieder die Möglichkeit, unterschiedliche Optionen einzufügen oder zu nutzen. Das Telefonmenü, wir haben hier gerade Apple CarPlay am Laufen, da hat sich aber auch nichts groß geändert. Und dann gibt es noch die Navigation, das ist der Bildschirm, der mich hier empfängt. Eigentlich ist das der echte Navigation Home Bildschirm, da habe ich erstmal nicht schlecht gestaunt. Hier sind unterschiedliche Favoriten angegeben worden von Skoda, wo man halt hinfahren kann und die kann ich jetzt einfach auswählen. Und dann nimmt er das sofort als Route, was ich ein bisschen umständlich finde. Ich muss hier tatsächlich drauf drücken, um die Route zu starten. Und wenn ich jetzt hier am Bedienen bin während der Fahrt, ist das schon ein bisschen störend. Abbrechen kann ich das Ganze aber sehr einfach. Um jetzt ein Ziel einzugeben, muss ich hierhin wechseln. Und dann muss ich einmal gucken, Land ist Kroatien eingestellt. Wir wollten natürlich nach Deutschland. Kann ich das wählen? Stadt in Deutschland wäre in dem Fall Bielefeld. Die Straße ist die Wertherstraße und die Hausnummer kennt ihr auch mittlerweile alle. Das ist die 42. Natürlich muss er jetzt ein bisschen länger rechnen. Ich starte das Ganze mal, während die Route berechnet wird. Achtung, die Route enthält Mautstraßen. Ja, und wir sehen hier oben jetzt schon 1492 Kilometer. Morgen früh um 7.06 Uhr wäre ich zu Hause. Und das ist halt die Kartenansicht. Die kann ich auch umstellen zwischen 2D Nordansicht, 2D Fahransicht oder halt eine 3D Ansicht. Ich kann das hier durch entsprechende Fingerbewegung auch rein und raus zoomen.
Da sieht man irgendwie, da muss es halt hingehen. Ne? Da oben ist Bielefeld. Ich bin da ganz unten. Und wenn ich jetzt hier nochmal reinzoome, also deutlich stärker, dann wird man sehen, dass das auf vier Maps basiert und dass die ganzen Gebäude hier in der Umgebung zumindest schemenhaft angedeutet sind. Da weiß man zumindest, wenn man hier in irgendeine Straße fährt, ist da ein Haus oder ist da kein Haus? Wie sieht das Ganze aus? Das finde ich schon ganz schön. Gut, jetzt breche ich das auch nochmal ab und bemühe mal die Spracheingabe. Fahre mich nach Bielefeld, Wertherstraße 42. Für dieses Land wird die Spracheingabe nicht unterstützt. Ja, da sind wir. Land Deutschland. Für dieses Land wird die Spracheingabe nicht unterstützt. Land einstellen. Bitte nennen Sie das Land. Deutschland. Deutschland. Bitte nennen Sie die vollständige Adresse, beginnend mit dem Ort. Bielefeld, Wertherstraße 42. Meinten Sie Bielefeld, Wertherstraße 42? Ja. Ja, und dann geht das alles wieder seinen Gang und selbstverständlich, wenn ihr in Deutschland unterwegs seid, müsst ihr nicht nochmal explizit sagen, dass ihr nach Deutschland wollt. Jetzt hat er hier mehrere Routenvorschläge und wenn man denen nicht folgen möchte, also dann sucht man sich eine Route aus und wenn man zu lange wartet, dann nimmt er die Route, die er als cleverstes erachtet. Hier oben ist übrigens das Symbol, dass mein Handy geladen wird. Das kann ich jetzt auch mal rausnehmen, macht auch Sinn, denn ich möchte das Handy verbinden. Ne, jetzt gehe ich ins Menü, das habe ich euch nämlich auch noch nicht gezeigt. Im Menü hat man jetzt alle Kacheln, die man quasi bedienen kann. Und ich möchte hier ein Telefon anbinden, sage Setup, Mobiltelefon auswählen, neues Gerät verbinden, nutzen Sie USB, will ich aber nicht. Ich möchte hier... mein Gerät nutzen, wechsel also in den Bluetooth-Dialog, finde Skoda 227 dahinter, sage koppeln. Ja, das möchte er auch haben. Ich erlaube das Synchronisieren meiner Daten und habe jetzt hier das Telefon und habe jetzt hier die Unterscheidung, möchtest du nur Bluetooth nutzen oder Apple CarPlay? Ich entscheide mich jetzt hier mal direkt für Apple CarPlay. Und somit ist jetzt mein Telefon mit dem Auto verbunden. Jetzt könnte ich natürlich einfach mal hier bei Spotify Musik anmachen. Und jetzt habe ich hier mein Telefon verbunden. Und wenn ich über die Home-Taste, nee, wenn ich über die Menü-Taste jetzt SmartLink wähle, dann kann ich auch noch wählen, welches Telefon jetzt aktiviert werden soll bei Apple CarPlay. Ich möchte Apple CarPlay nutzen, jawohl, ja. Ja, und ich gestehe, ich habe jetzt mal gefaked und nutze das per Kabel. Es geht aber auch per Bluetooth, das habe ich ja gesehen. Ich weiß nicht, ich denke mal, dass wir hier noch nicht die finale Version haben, die ihr dann bekommt, wenn ihr das Auto fahrt. Aber wir haben hier auf jeden Fall den vollen Bildschirm, können wir nutzen mit Apple CarPlay und das ist natürlich eine feine Sache. Ja, und dann wäre man auch wieder zurück. Jetzt könnte ich natürlich mal sagen, ich rufe den Jens Stratmann an. Wen möchtest du anrufen? Jens Stratmann. Jens Stratmann wird angerufen. iPhone-Nummer. Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Jens. Ich sitze im Skoda Scala und teste gerade mal die Freisprechanlage aus hier über Apple CarPlay. Kannst du mich gut verstehen? Kann ich. Du fährst aber nicht, oder? Nee, der Motor läuft, aber ich stehe natürlich. Ja, müssen wir ja sicher machen. Ich fülle mir den Bildschirm ab. Nee, das klappt aber ganz gut. Alles klar. Und wie ist der Scala? Bitte?
Ich finde den ganz pfiffig. Wie teuer war denn dein CLA? Der CLA, den ich gefahren bin, um die 50, 55. Ja, der hier kostet so um die 34. Aber sonst ja, finde ich schon so ordentlich. Ich glaube, das fällt auch viel dran. Alles klar, ich mache mal weiter. Ich danke dir erstmal. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss. Ja, und die üblichen Funktionalitäten von Apple CarPlay muss ich euch nicht erklären. Natürlich können wir auch hier Musik hören, wenn wir denn möchten, und haben das System eingebunden. Und genauso wie Apple CarPlay funktioniert natürlich hier auch Android Auto. Da bin ich mir aber nicht sicher. Ich glaube, das funktioniert nicht über Bluetooth. Gut, dann haben wir hier noch den Punkt K. Da habe ich eine Auswahl. Virtual Cockpit hatte ich euch schon gezeigt. In dem Hauptreview, da kann ich halt die unterschiedlichen Screens einstellen. Dann haben wir die Fahrdaten, ab Start, Langzeit, das Übliche halt. Dann gibt es noch Drive Green, da kann man sich bemühen, besonders effizient zu fahren und wird dann belobt. Und dann gibt es noch den Fahrzeugstatus und da kann man sich halt Sachen ansehen. So, Menü, ich komme mal so ein bisschen durcheinander. Haben wir. Klang habe ich euch auch schon gezeigt, Navigation, Medien, ist alles in Ordnung, Telefon, Setup, da können wir nochmal reinspringen. Das sind jetzt also die Einstellungen des Systems mit der Sprache, hier kann man die umstellen. Das WLAN, das ist auch neu an dem System, ist eine eSIM verbaut, also man hat, das System hat immer Internet, ich denke mal im ersten Jahr umsonst und dann muss man wahrscheinlich eine kleine Pauschale bezahlen. Man kann das System aber auch als Hotspot nutzen, wenn man jetzt ins WLAN reingeht, muss man das natürlich aktivieren. Und hätte dann hier entsprechend die Sachen, um sich mit seinem Smartphone zu verbinden. So, machen wir das alles wieder aus. Ja, und es gibt auch noch einen Konfigurationsassistent, das finde ich ja spannend. Ja, den kann man dann nutzen, um sich alles so einzustellen. Das lasse ich euch aber mal so ein bisschen, was sollt ihr ja selbst noch entdecken. Dann gibt es jetzt auch die Bedienungsanleitung bzw. eine Hilfefunktion, Bedienung und so weiter. Auch wie das mit dem Touch funktioniert. Dazu noch eine Hilfestellung für die Spracherkennung, die sie auch aufgewertet haben. Also man muss jetzt nicht einem festen Schema folgen, sondern man kann genauso sagen, fahre zum Hotel sowieso oder navigiere oder ich suche Parkplätze oder ich möchte nach Hause fahren. Und so gibt es halt für die unterschiedlichen Bereiche Kommandos, die das System versteht und mit dem man hier halt entsprechend Sachen machen kann. Allgemein gibt es halt auch Aktivierungswort. Okay, Laura? Ja, bitte? Mach mir die Sitzheizung an. Bitte stellen Sie die Klimatisierung am Bildschirm ein. Ja, will sie gar nicht. Okay. Ja, und man hat hier unterschiedliche Funktionen. Zurück komme ich nicht. Jetzt gehe ich nochmal. Ich war hier im Menü unterwegs. Das war die Hilfe. Bilder kann ich mir ansehen. Die Klimatisierung kann ich euch auch noch einmal kurz zeigen, wobei ich die auch schon gezeigt habe. Und zu guter Letzt, immer die falsche Taste, gibt es auch noch einen Screen für die Fahrassistenzsysteme. Da kann man halt gucken, was da passiert, was man möchte. Und hat hier unterschiedliche Einstellungen. Und kann sie auch deaktivieren, wenn man denn möchte. Ja, und damit bin ich dann auch durch mit dem System. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick geben. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Sonst freue ich mich auch über eure Kommentare hier unter dem Video. Ich verabschiede mich wie immer und sage tschüss, bis dann, euer Jan. Auto, ne? Wer zum Beispiel der Fahrer soll alles hören oder alle oder nur die Vordersitzer.